Hallo liebe Freunde und auch nein. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark. Hier geht es heute wieder los. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache, würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch, Leute. Und das macht ihr echt super, super fleißig. Vielen lieben Dank für den ganzen Support. Ich habe letztens noch einen Kommentar bekommen. Musst du dich denn immer bedanken dafür? Leute, ohne Witz, ich muss mich da wirklich für bedanken, weil in letzter Zeit reiße ich mir heftig den Arsch auf und ich glaube, das merkt man auch. Also ich gebe wirklich alles, dass hier richtig coole Videos bei rauskommen. Und ich könnte das noch so sehr machen, wenn ihr nicht so heftig supporten würdet, würde das alles gar nichts bringen. Von daher, es ist Hälfte bin ich das, Hälfte seid ihr das, Leute. Oh mein Gott, da bin ich heftig zurückgebackt. Und von daher bedanke ich mich doch gerne, da habe ich gar kein Problem mit das zu machen, weil das ist echt, ihr seid eine große Hilfe, Leute. Ohne Witz. So. Ich habe etwas getan, das seht ihr schon da oben, das wollte ich eigentlich noch gar nicht zeigen, aber jetzt zeige ich euch das doch gleich schon. Und hier hinten habe ich auch etwas getan, nämlich, hier ist ein fetter Moshops. Hey, na, was bist du für ein Moshops? Gibt es einfach Moshops? Ne, älter Moshops, der rot ist, okay, wegen dem Event. Hier hinten habe ich erstmal sowas hingestellt, nämlich sind das ganz viele Mutatoren und hier hinten habe ich so eine Hatchery und hier habe ich noch einen Generator, weil den brauche ich. Und hier wollte ich in Zukunft Dinos breeden und ein bisschen mutieren lassen. Ich habe die Mutatoren umgestellt, dass die nur noch ein Element kosten, wenn ich die benutze, und dass die bis zu 30-fach stacken, also den Effekt stacken. Von daher ist das mega, mega stark. Und das müssen wir auf jeden Fall mal testen in nächster Zeit. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das heute machen. Ich glaube, heute noch nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall dafür schon mal gesorgt, für eine Fläche, wo wir das vernünftig machen können. Erst hatte ich gedacht, ich baue das hier hinten an. Ich bin voll der Bob der Baumeister letzter Zeit, ne? Woran hat's gelegen, ey? Können wir das schaffen? Denke ich mir da nur. Hier hinten wollte ich erst anbauen, aber ich habe mir so gedacht, dass es vielleicht nervig ist, wenn ich von Dinos das Geschlecht ändern will und sowas, dass ich vielleicht hier dann Dinos erwische, wo ich das gar nicht möchte. Von daher habe ich das halt nicht gemacht. Auf jeden Fall, hier hinten geht es noch weiter, Leute. Ich würde sagen, hier, herzlich willkommen in meinem neuen Gewächshaus. Sieht das nicht mega sick aus? Ich bin damit eigentlich ziemlich zufrieden. Also beschweren kann man sich da eher weniger, würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, das sieht schon sehr, sehr gut aus. So beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Und ja, es ist einfach schön. Und ich habe hier diese ganzen HG-Seeds angebaut. Und von daher haben wir jetzt von allem mehr als genug und wir können einfach immer alles so hier rausholen und müssen uns eigentlich um gar nichts mehr kümmern. Das hätte ich schon viel, viel früher machen sollen eigentlich, aber ich dachte, ich habe das immer gar nicht gewusst und habe das erst auf dem Community-Server gesehen, dass das da alle gemacht haben und dann dachte ich so, oh mein Gott, sowas brauche ich auch in meinem Leben und jetzt habe ich sowas in meinem Leben. Also mega, mega nice. Gewächshaus, wie man da reinkommt, kann ich euch auch mal zeigen. Also hier geht es erstmal hoch, dann können wir da so reinlaufen und dann kann man auch hier rein. Und hier ist dieser Raum, wo wir früher die Leute eingesperrt haben. Dann können wir hier hoch jetzt und hier kommen wir dann in diesen Raum. Und dann kann man von hier... Kann man auch von... Oh nein, da wollte ich nicht hin. Oh mein Gott, ich habe nämlich so viel umgebaut. Das ist eigentlich so sick. Ich muss sagen, das hier ist fast die Base, die mir mit am allerbesten gefällt von allen, die ich bis jetzt selber gebaut habe. Eine Base hat ja Ragnar gebaut und die war halt auch mega sick. Aber man kann halt auch von hier oben so reinporten und dann ist man auch drin in der Olga. So, ist das nicht wunderschön? Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das findet, weil ich finde es echt nobel. Das sieht eigentlich echt ganz cool aus. Gefällt mir super gut, vor allem, weil ich es halt selber gemacht habe. Dann hier, ich habe noch Alus rangeholt, weil wir brauchen mehr Omega-Eier, damit wir wieder Schleswig zähmen können. Von daher habe ich einfach ein paar Alus gezähmt und das war nicht das große Ding. Und hier haben wir auch schon ein paar Omega-Eier drin. 27 schon, Alter, das ging ziemlich, ziemlich schnell. Ich habe, das waren alles Männchen fast und dann habe ich zwei Stück noch in Weibchen umgewandelt, dass die auch noch ein paar mehr Eier legen. So. Dann, oh mein Gott, ich laber euch schon wieder endlos voll, es tut mir wirklich leid, haben wir hier einmal Reaper benannt, Rainbow, fand ich ein ganz passender Name. Und dann haben wir den Dodorex benannt, der heißt Black Clover. Da musst du jetzt mal nachgucken, das ist irgendwie ein Anime oder sowas. Da bin ich halt überhaupt nicht auf der Höhe, ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus, von daher kann ich euch da nichts zu sagen. Dann, was war noch? Ah ja, Omega. Wir bleiben bei den Omegas. Nämlich ist hier ein 720er Omega Wyvern Lightning. Was mega, mega sick ist, den holen wir uns heute auch auf jeden Fall ran. Oh mein Gott, ich laber viel zu viel, Leute. Ich muss aber das alles schnell loswerden. Und hier haben wir noch einmal alle Sachen für ein, wie heißt der auch noch? Picon Heini. Den können wir nämlich auch eben einmal craften.
Und dann können wir nochmal gegen den Boss kämpfen und nochmal ein Celestria entwickeln. Junge, wir haben so viele Sachen zu tun eigentlich. Okay, ich würde sagen, wir treffen uns gleich bei der Wyvern. So, Leute, wir müssen jetzt jeden Moment eigentlich da sein. Das war 74,38. Wir müssen noch ein kleines Stückchen hier hin, hier irgendwo. Bist du das? Junge, ist die schnell. Wie soll ich die denn treffen? Die ist ja absolut schnell. Oh mein Gott. Ah, die ist da. Oh, zum Glück. Oh, das wäre schon wieder so ein Axt geworden, ey. Den hätte ich ja niemals getroffen. Kann ich hier irgendwo halbwegs vernünftig landen, ohne zu sterben? Junge, ich finde das so krank, wie der einfach durch alles durchfliegt und alles kaputt geht. So, hier sind so viele coole Sachen, oh mein Gott. Oh, Spirit Wyvern? Spirit Wyvern? 380? Ich glaube, wir haben noch ein Spirit Orb. Apex Lightning 700, eine blaue. Alter. Was ist hier los? Ich krieg schon wieder Gänsehaut, ey. Da werde ich schon wieder ein bisschen zum Nerd, ey. Da habe ich schon wieder richtig Bock. So. Welche war das? Ist der überhaupt noch irgendwo zwischen? War das da irgendwo weiter? Ich habe halt eine Orientierung wie so eine Bockwurst. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hingeflogen bin. Ich weiß gar nicht, wo ich bin überhaupt. Ich wurde ein bisschen abgelenkt von den ganzen komischen... Oh, hier sind so viele Wyvern. Oh mein Gott, ich habe echt ein bisschen Angst. Oh, Mann, oh. Wo ist die hin? Das Nekrotik? Das sind die neun. Was soll ich tun, Leute? Es sind zu viele gute Sachen hier. Es sind viel zu viele. Ja, ich will erstmal diese Omega. Wo ist die Omega hin? Oh, nee. Wie schaffe ich das immer, sowas zu verlieren? Das ist die Frage der Fragen. Und Special Kibble, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man die auch noch craftet. Ich habe nicht mehr so viele davon, glaube ich. Ist das die Omega? Nein. Ich fliege jetzt einfach so rum, Alter. Der kann schon auf sich selber aufpassen, oder? Oh. Leute, ich weiß nicht, ob ich auf mich selber aufpassen kann, wenn ich hier gerade so gucke. Warte, ich hoffe, ich zu fliegen. Oh, gefunden. Easy. Okay, jetzt easy abschießen. Und dann easy ums Leben rennen. Wie macht man das auch noch? Ich habe keine Ahnung, wie man sprintet mit dem Ding. Ah ja, so. Okay, alles gut. Alles im Griff, Leute. Hier ist noch nie was schiefgegangen. In gar keiner Folge ist hier was schiefgegangen. Bruder! Die will mich blitzen oder sowas. Aua, die blitzt mich, aber die macht kaum Schaden. Oh. Oh. Ja, die macht gar keinen Schaden. Was soll das bitte? Hä? Erst so. Oh, ich bin geschockt. Ist ja eigentlich ganz easy. Und dann auf einmal so. Umgefallen. Oh, das Spiel gehört auch wieder gar nicht. Okay, Leute, ich flieg schnell wieder hin. Oder müsste die eigentlich liegen? Das Ding ist, liegt die vielleicht im Wasser? Ich glaube, die liegt ziemlich im Wasser. So, hier gib mir erstmal meine Sachen wieder, Brudi. So, dann würde ich sagen, gehe ich da mal eben fix hin. Was nehme ich mit? Oh, die Spirit Driver muss ich auch mitnehmen. Oh mein Gott, ich nehme unbedingt den Spirit Orb mit. Special Kibble, können wir Special Kibble craften? Die Nekrotik will ich auch haben. Ich will alles haben. Warte. Special Kibble. Hier habe ich auch nochmal 5 Omega Kibble drin. Special Kibble. Was war das? 6? Können wir machen? Nice. Das ist schon mal gut. Ich meine, wir haben noch einen Spirit Orb. Einen haben wir noch. Nice. Jetzt ziehen wir uns hier auch schnell raus. Oh mein Gott, Leute. Wir ziehen da gleich alles. Okay, wir treffen uns gleich wieder da. So, Leute. Wünscht mir Glück auf jeden Fall. Ich hoffe, es ist alles gut gegangen mit der Wyvern. Die Spirit Wyvern nehmen wir uns auch gleich mit. Die braucht gar nicht denken, dass die irgendwie wegfliegen kann. Okay, wir wissen schon mal, wo die hinfliegt. So halbwegs. Wo ist hier unser Brudi? Der war hier irgendwo, oder? Sind wir nicht hier lang abgehauen? Oder haben wir versucht abzuhauen, eher gesagt? Oh, da liegt sie. Oh mein Gott, okay, alles gut. Die hat sie direkt neben uns hingelegt. Oh, ist das die Nekrotik? Nee, okay. Die müssen wir mal eben weghauen. Ich habe ein bisschen Angst, da hinten irgendwas zu treffen, ey. Puh, okay, alles easy, Leute. Alles easy. So, erstes auf jeden Fall gesaved. Oh mein Gott, ey, das ist so sick. Was ist das bitte für eine Folge? Und das, obwohl das überhaupt nicht geplant war. Ich habe nur die Wyvern gesehen und dachte so, die muss ich unbedingt haben. Aber jetzt auf einmal müssen wir alles haben hier. Die Nekrotik muss ich unbedingt ausprobieren. Habe ich noch nie gesehen.
Die werden wir uns jetzt gleich auch erstmal vernünftig angucken. So, du bist schon mal gezähmt. Du gehst ab nach Hause, mein Jung. Pass auf dich auf. Ich weiß gar nicht, wie mit meiner Dodo-Wyvern geht, aber bis jetzt habe ich keine Todesnachricht bekommen, von daher alles easy. Was ist das da hinten schon wieder? Kann ich nicht abchecken, keine Ahnung. So. Oh, Leute, was geht ab heute? Oh, das ist eine normale Alpha-Wyvern, Mann. Okay. So, wo war die Nekrotik? Die war hier irgendwo drunter? Ist das die da hinten? Das ist die da hinten, okay. Was ist das hier? Die muss weg und die muss auch weg. So, du musst weg. Tut mir sehr leid. Und wie treffe ich die jetzt am besten? Und wie geht's meiner Dodo-Wyvern? Okay, der geht's gut. Die chillt hier. Vielleicht soll ich die mal eben schnell nach Hause schicken. Weil man kennt mich, es geht wieder irgendwas schief. Und dann stehen hier zwei Dinos. Und das fände ich so cool. So, Dino-Parkplatz, du schon mal wieder zurück. Die Nekrotik zu treffen, ey, das wird ein Akt. Kann die nicht auch irgendwo stacken? Das ist die nicht, ne? Nein. Das ist die. Oh mein Gott, wie soll ich die denn treffen? Oh nein. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Treffer. Fuck, oh mein Gott, ich muss aufpassen, ich habe nicht mehr so super viele Bullets. Ich kann welche craften, aber ich habe nicht so Lust. Also hoffe ich, dass das irgendwie noch klappt mit denen, die ich habe. Oh. Bei den Spirit Rival muss ich auch noch auslaufen. Oh nein, ich darf nicht so viel verschießen. Wo ist die jetzt hin? Oh mein Gott, wie soll ich die denn treffen, Leute? Ich mit meinem Gurken-Aim. Oh. Kann die nicht stacken? Bitte stack ein bisschen zumindest, bitte. Ich hab getroffen. Oh mein Gott, ich bin der Beste. Was für ein Gurken-Aim. Wow! Was war das? Was macht die überhaupt? Okay. Und was war das da unten? Da unten war auch schon wieder irgendwas Böses. Aber wo fliegt die hin? Die soll aufhören, irgendwelche Sachen anzugreifen. Kannst du damit aufhören, bitte? Oh mein Gott. Nein, ich will dich nicht hauen. Oh, what? Hä? Ich bin doch gleich in der Nähe. Was passiert hier? Oh mein Gott, bitte sei einfach ausgenockt. Hab da keinen Bock drauf im Moment. Bitte. Oh mein Gott, macht die Schaden. Die macht richtig Schaden. Okay, die liegt. Rex, nein. Nein. Okay. Was ist da hinten schon wieder? Eine Giftwyvern. Okay. Oh, das ist zu viel Aufregung für mein kleines Herz. Ohne Witz. Ich kann das nicht. Nicht gut. Ich habe wieder keine Heal Potions mitgenommen, oder? Oh, ich glaube nicht. Doch, habe ich. Oh mein Gott, ich bin mal vorbereitet. Was? Ich? Vorbereitet? Marcel, was ist los mit dir? Irgendwas stimmt hier nicht. So, zack. Wieder geheilt. Kann ich da jetzt einmal in Ruhe hin? Oh, das hier ist so ein unschöner Ort, Leute. Und das ist sogar gutes Level. Hä, stand da nicht 6? Ja, 6 reicht auch, okay. Alles gut, ich dachte gerade, das sieht irgendwie ziemlich knapp aus. Und easy. Oh mein Gott, sieht die fies aus. Die sieht so fies aus, oh mein Gott. So, ab nach Hause mit dir. Dino-Parkplatz, tschüss. Passiv. Okay, alles im Griff, wie immer, Leute. Also hier, dass hier in der Folge mal was schief geht, also das wäre mir auch komplett neu. Okay, das ist nur eine normale Feuerwyvern. Warum bin ich so langsam? Ist das, weil die mich gerade so komisch angekackt hat da? Ich kann nicht schneller fliegen. Was ist das denn? Ah, das geht noch, oder was? Okay, warte, ich setze mich mal ganz kurz hin. Ach, komm schon. Darf ich nicht? Oh, what? Warum greife ich die alles an? Egal. Kann ich jetzt hier schneller fliegen? Nein! Och, warum kann ich nicht schneller fliegen? Also das hier geht noch, aber ich kann nicht sprinten irgendwie. So, Spirit Driver ist hier irgendwo hingeflogen. Finde ich die jetzt auch noch wieder? Das ist die Frage. Und die andere Frage ist, wie soll ich die überleben, wenn ich nicht schnell fliegen kann? Hey, na? Er greift mich irgendwie... ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich glaube, ich wechsle sowieso mal eben das Tierchen, dass wir zumindest vorher wegkommen, wenn wir die anschießen. Und dann suche ich die mal wieder und dann komme ich gleich wieder. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin jetzt eine halbe Stunde gefühlt im Kreis geflogen und habe keine Spirit Wyvern wieder gefunden. Bin nach Hause gegangen, habe in schon Twitter geguckt, habe Spirit Wyvern eingegeben und habe herausgefunden, dass nur noch eine 180er auf dem Server ist und nicht mehr die 380er. Was ziemlich belastend ist, weil die 380er wäre so unnormal gut für uns gewesen. Ich glaube, damit hätten wir jeden Boss wirklich one-shotten können, sogar die Reaper und sowas. Aber ich überlege, ob wir trotzdem den 180er auch nehmen und versuchen, die zu züchten. Weil ich weiß nicht genau, ob das geht. Ich habe das noch nicht getestet.
Und ich glaube, das hat noch keiner gesagt. Von daher, wir holen die einfach und testen. Würde ich sagen. 2370 ist es nicht. Das ist die andere. Okay, dann gehen wir zur anderen Wyvern-Schlucht und holen uns die Spirit Wyvern auch noch an. Aber es ist halt ein bisschen schade, dass die 380er weg ist. Das ist echt ein bisschen belastend. Naja, was soll man machen? Junge, seit diesem Event liebe ich einfach die Wyvern-Schlucht, weil hier sind so nice Farben drin. Das ist einfach wunderbar. Hier kann man so coole Sachen finden. Oh, was eine gute Idee. Ist da irgendwo das Spirit Wyvern zwischen? Hallo, hallo? Nee, da schon mal nicht. Dann gehen wir mal einmal hier weiter. Da muss sie ja eigentlich hier unten drin sein, oder? Obwohl, so will ich da nicht unbedingt reinfliegen, fällt mir gerade auf, ich bin ja nur auf Darkness und nicht auf unser Celestial, auf unserem Celestial Griffin. Mir wurde nicht mal in die Kommentare geschrieben, ob ich nicht ein bisschen durchwechseln kann zwischen den ganzen Flugtieren. Und da dachte ich so, klar, kann ich gerne mal machen. Nur das schockt immer ein bisschen mehr, wenn man auf was Starkem unterwegs ist. Ah, da ist die 80er Omega Wyvern. Hä, bin ich zu blöd, die Spirit zu sehen, oder? Spirit? Ah, da hinten ist die Spirit. Ist das eine gute Idee, die da so anzuschießen oder das zu versuchen? Ich denke. Versuche ich es einfach mal? Oh mein Gott, das kann wieder was werden, aber erst wenn ich die, glaube ich, weg habe. Kannst du mir. Oh mein Gott, was war das? Omega Gift Drivern machen anscheinend komische Sachen, was ich nicht wusste. Okay, gut zu wissen. Gibt es davon auch Eier? Oh mein Gott, ich war gerade irgendwie am Schimmeln oder sowas. Was zum Teufel? Da war irgendein komisches Zeichen. Was seid ihr denn alles? Apex Feuer Wyvern, könnt ihr nicht aufhören? Lasst doch Freunde sein, einfach mal. Stirbt die gerade? Oh mein Gott. Nee, ey, ich habe noch 2 Schuss. Was? Und da ist eine Nekrotik. Eine 600er Nekrotik. Ich habe noch 1 Schuss übrigens. Okay, der saß zumindest. Oh mein Gott, das war auch echt der letzte. So, jetzt muss ich aber mal eben die Waffe weglegen und renn! Oh, 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 ah, hi, hu, ah, Sachen passieren, Dinge passieren, oh mein Gott. Oh, ah, hi, hu, ah. Kommt die da raus? Die muss dann nämlich eigentlich rauskommen. Okay, die ist draußen, ich bin mir ziemlich sicher, sie ist draußen. Oh mein Gott, ich habe mich so erschrocken. In solchen Momenten bin ich so froh, dass ich nicht mit Facecam aufnehme, weil ich sehe, glaube ich, aus wie der letzte Larry, weil ich mich so erschrecke wegen dem Drachen. Oh mein Gott, wegen so einem Drachen. Wenn die sich jetzt selber hochjagt. Nee, okay, macht die nicht. Oh. Ich habe mich ohne Witz, ich habe mich 3-mal heftig erschrocken. Also wirklich heftig erschrocken. Alter, habe ich mich erschrocken. Oh. Mein Herz, ey. Mein Herz. Was muss ich hier ertragen, ey? Nice. Oh, mach mir mehr Angst. Alter, wenn die so an einem vorbeizischt und da so heftig reinschießt, ist einfach krank. Da hat man einfach Angst. Da hat man wirklich Angst. So, Dino-Parkplatz. Tschüss. Oh, Junge, die, ey, was erlebe ich hier wieder? Aber wir haben eine neue Spirit Wyvern, das ist schon mal ganz sick. Und die haben sogar ein Geschlecht, da war ich mir gar nicht sicher, ob die ein Geschlecht haben. Ich weiß gar nicht, ob unsere weibliche ist, aber sonst können wir eh das Geschlecht ändern, das ist nicht das Ding. Das machen wir aber nicht diese Folge. Eigentlich hatte ich tatsächlich für nächste Folge vorgesehen. Oh, 740er? Können wir die überhaupt so easy wegklatschen? Unsere hat gar nicht mehr so viel Leben. 1,5 Mille oder so nur. Ne, jetzt 2 Mille. Aber können wir das trotzdem? Ja, eigentlich schon. Machen wir gleich mal eben. Hatte ich für nächste Folge eigentlich ein Raid vorgesehen mit einem Mech und mit einem Afropulera. Aber jetzt habe ich so viel gezähmt. Das können wir alles gar nicht mehr heute abchecken. Und ich will das unbedingt noch abchecken. Von daher machen wir das wahrscheinlich nächste Folge, dass wir noch ein bisschen Dinos abchecken und vielleicht ein bisschen züchten und dann danach raiden gehen. Ich habe nämlich richtig Bock, wieder raiden zu gehen, vor allem mit einem Mech mal. Ich benutze Mechs so gut wie für gar nichts. So. Level? Ausgelevelt. Easy. So, zack, zack, zack. Oh mein Gott, ey. Ich will unbedingt testen, wie viel der wohl mit seinem X macht. Das muss ziemlich, ziemlich krank sein. Und die Nekrotik will ich eigentlich auch. Oh mein Gott. Da ist gerade kurz gelaggt und ich hätte ihn fast überlevelt. Oh, wie viel habe ich? Okay, alles gut. Zack, ein bisschen Movement Speed brauchen wir auch noch. Der ist echt gar nicht so schnell, der Brudi. So, sind wir jetzt zu schnell? Ich will tatsächlich echt eine richtig schnelle Wyvern haben, dass ich mal ein bisschen schneller über die Map flitzen kann. Eigentlich könnte ich auch ein paar mehr Teleporter aufstellen, aber irgendwie bin ich zu faul. So, zack. Hauptsache meine Base voll am Ausbauen, aber stell keine Teleporter auf. So, zack. Und nicht Tame Helper. Da. So, und jetzt will ich mal gucken. X-Angriff. Können wir das irgendwo drauf schießen, wo es auch ein bisschen was bringt?
Ist hier irgendwas Mächtiges? Natürlich ist hier überhaupt nichts Mächtiges. Ah, der Rock Drake, da musst du wohl. Oh, Bronto, du musst dran glauben. So, X-Angriff. Damit kann man arbeiten. 303 Wille? Was war das? Ich glaube schon, oder? Ja, Schaden ist auf jeden Fall im Haus, Leute. Leute, wenn ihr Namen habt für unsere ganzen neuen Kollegen, ne, schreibt ihr natürlich gerne in die Kommentare. Ich suche da natürlich wieder welche raus, wenn ich denn dran denke. Ab und zu habe ich so meine Phase, wo ich es einfach vergesse. Aber das ist nicht böse gemeint. Ich hole das dann meistens nach. So, das ist die andere neue Leinwand. Die lässt sich erstmal richtig gut fliegen. Irgendwie hat die einen richtig guten Wendekreis. Ich weiß nicht warum. Das haben die anderen meistens nicht so. So. Oh mein Gott, die macht wenig Schaden. Der Dillo ist ja ein halber Endboss. Warum macht die so viel Schaden? Sind das Kamikaze-Dodos? Ist der normale, ich dachte schon. Alter, warum ist da so Larry? Ich dachte, der wäre überkrass, ehrlich gesagt. Okay. Okay, das macht auch keinen Schaden. Aber sieht ganz cool aus, obwohl man muss mal eben testen, wenn das direkt trifft, ob das denn irgendwie krassen Schaden macht. Man weiß ja nie. Spirit Wyvern, sage ich nur. 31.000. Ziemlich lame. Komm mal ran, Brudi. Oh, das ist auch echt nicht gut. Oh mein Gott, ich dachte, die wäre so sick. Aber... Also, die sieht sick aus. Aber stark ist die nicht. Naja, aber ist gut zu wissen. Dann brauchen wir uns zumindest nicht noch eine zähmen, weil ich dachte erst so... Was zum Teufel geht da ab? Was ist das? Oder ist der Affe? Der Affe raste halt mehr aus. Was zum Teufel? Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Wert freuen. Das wäre super lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich heute Abend in einem Streamchen wieder. Da habe ich nämlich mega Bock drauf. Ich wünsche allen noch einen ganz schönen Tag. Und tschüssi. Oh mein Gott, dieser Emote, ne? Ich werde nie dran denken, den zu wechseln.